Ich bin heute mit Edgar Slato, Geigenlehrer an der Musikhochschule Münster, und er wird dich heute viele Tipps geben, wie du Geige mit Erfolg lernen kannst. Guten Tag, mein Name ist Anton Morales, professioneller Geiger und Geigenlehrer spezialisiert auf das Erlernen von Erwachsenen. Ich mache heute ein Interview von Edgar Slato. Der wird dir zum Beispiel Tipps geben, wie du deinen Klang verbessern kannst oder deinen Geiger verbessern kannst, und auch viele Fragen beantworten. Wie zum Beispiel, ist es überhaupt möglich, Geige als Erwachsenen zu lernen? Also, Helge Sato, Sie waren Konzertmeister in zwei unterschiedlichen Orchestern. Sie waren auch tätig als Solist in verschiedenen Ensembles. Sie haben Meisterclass in viele Länder gegeben, so wie in Deutschland, in Griechenland, in Dänemark. Yeah. Sie haben auch mehrere CDs produziert, wie Together oder Songlines. Yeah. Ja. Sehr schön. Und ja, genau, so, ich war ein Dekan an der Musikhochschule Münster, wo Sie dann als Geigenlehrer auch gearbeitet haben, wo Sie dort so viele professionelle Geiger ausgebildet haben. Ja. Ich habe auch selbst 4 Jahre lang mit Herr Sato so in der Musikhochschule Münster studiert, und ich habe dort sehr, sehr viel gelernt. So. Okay. Ja, sehr schön, freut mich. Und auch sehr schön, Sie wiederzusehen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, Sato, ich habe eine erste Frage für Sie. Also, was hat Ihnen am meisten geholfen, Geige mit Erfolg zu lernen? Das ist natürlich ein sehr langer Prozess. Und ich hatte auf dem Weg sehr viele gute Lehrer, aber sehr wegweisend für mich war schon die Begegnung mit Professor Sándor Weg, der große ungarische Geiger. Und ganz großer Musiker, später auch als Dirigent auch bekannt. Ja. Er hat ja mit Cameratas Salzburg ganz grandiose Konzerte gemacht. Er war eine sehr, sehr große Inspiration. Und ich war natürlich auch bei anderen Lehrern. Ich war in Amerika bei Dorothy DeLay. Und davor, bevor ich zu Sándor Weg kam, war ich bei einer sehr guten Lehrerin in London, hieß Maria Litka, eine Schülerin von Max Rostal. Max Rostal. Auf die Art habe ich so ein bisschen ganz verschiedene Einblicke bekommen. Für die, die nicht kennen, so Dorothy DeLay, so, sie hat auch Isaac Berman unterrichtet. Genau. Und Max Rostal, so, hat auch so Bücher über die Geige geschrieben. Er ist auch ein sehr berühmter Geigenpädagoge. Und was Sie am meisten geholfen haben, was ganz wichtig war, das war also, welche Geigenlehrer Sie gehabt haben. Ja, und aber man lernt Verschiedenes von verschiedenen Lehrern. Zum Beispiel bei DeLay. War sehr interessant die Tatsache, dass sie selber wenig gespielt hat. Weg hat ja auch in den späten Jahren sehr viel gespielt. Und auch gerne immer mit der Geige demonstriert. Das hat DeLay wenig, wenn überhaupt. Aber das war für mich auch sehr interessant, weil da hat man zum Beispiel gesehen, wie sie mit diesen ganz jungen, unglaublich talentierten Leuten umgeht. Und sie konnte denen allen helfen. Und das war für mich eine große Inspiration. Zum Beispiel, ich habe ja später Soo-Yeon Kim unterrichtet. Ein absolutes Ausnahmetalent. Und da war diese Art von DeLay auch eine Inspiration. Wie geht man mit extrem begabten Leuten um? Ja. Das ist nämlich auch nicht nur einfach. Man muss, da geht es ja unter anderem auch darum, denen zu helfen, aber auch nicht zu stören. Die Begabung ist etwas sehr Wertvolles, und da muss man aufpassen, auf die richtige Art die Sache anzupacken. Und dass die
dass die Leute nicht gestört werden und nicht durcheinander kommen. Das kann nämlich auch passieren. Ja. Das ist genau wie beim Fußball, wie bei den Fußballtrainern. Ja. Warum gelingt es irgendjemand ständig, dass seine Mannschaft gewinnt? Und bei jemand anders läuft es irgendwie nicht. Ja, natürlich. Ja. Ja, das ist auch wichtig, so wer trainiert, so wie man trainiert. Ja, so. Ganz genau. So, ja. So wie man übt an der AG. Ja, müsste man ja ganz genau. Ja, sehr schön. Ja. 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 Und so zum Beispiel, was wären für Sie also die wichtigsten Faktoren, wenn jemand so gegen mit Erfolg lernen will? So? Die wichtigsten Faktoren? So. Ja, ich glaube, dass jemand überhaupt Lust hat, dieses Instrument zu lernen. Ja, die Motivation. Die Motivation. Ja. Ohne Zweifel eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung. Ja. Ja. Und dann natürlich, dass jemand, es geht darum, dass jemand die Vorstellung bekommt oder hat, wie es klingen soll. Mhm. Und je früher diese Vorstellung gestärkt werden kann, je besser. Mhm. Weil wenn wir keine Vorstellung haben, von wie etwas klingen soll, dann sind wir wie ein Maler, der blind ist. Mhm. Das ist schwer zu malen, wenn man gar nicht sehen kann. Ja. Und das ist extrem wichtig. Gleichzeitig ist das auch, das ist ein langer Prozess und nicht jeder kann sofort alles hören. Ja. Ich kann erinnern, als ich anfing, ich fand das extrem schwer zu hören und sauber zu spielen. Ja, also, also Sie sehen, so Helge Slato, der so ein sehr berühmter Geiger geworden ist, hatte auch am Anfang sehr viele Schwierigkeiten. Ja. Und das ist normal, so niemand fängt an und kann direkt so Geige sauber spielen und alles. Ganz genau. Da muss man wirklich so üben und finden, so wie man übt, so sich so diese Vorstellungen so einprägnen. Und ja. Und welche Tipps haben Sie also, um seine Vorstellungen zu verbessern? So? Also da gibt es natürlich sehr vieles, was man machen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass da gibt es ja diese wunderbare Lehrerin in Finnland für Kinder, Gesa Silvay, der die Color Strings entwickelt hat. Und er hat ein paar Grundprinzipien, die, finde ich, sehr wertvoll sind. Früh mit dem Zusammenspiel anfangen. Fast von Anfang an. Das heißt, sobald jemand eine leere Seite streichen kann, dann kann der Lehrer etwas Komplizierteres und darüber spielen. Und dann wird der Schüler motiviert, weil er hört, das klingt ja fantastisch, wenn zwei zusammenspielen. Ja. Und wenn er dann seine leere Seiten spielt, dann spielt er ja eigentlich schon ziemlich sauber. Ja. Und das ist ein glaube ich, ein sehr guter Anfang. Und eine leere Seite schön zu spielen, ist eine große Aufgabe. Wenn man das geschafft hat, dann ist man schon ziemlich weit. Ja, eine schöne Klang zu bekommen. Ganz genau. Ja. Ja. So zum Beispiel, wenn die Leute auch so allein zu Hause üben, dann vielleicht so könnten die auch so Aufnahme benutzen und darüber spielen. Oder, Absolut auch möglich. Ich meine, heutzutage mit der ganzen Aufnahmetechnik, die Zeiten haben sich natürlich sehr geändert. Wir können auf die Art sehr schnell lernen. Also ich hatte neulich, kamen so junge Talente aus China und haben mir vorgespielt. Und ich muss schon sagen, ich war verblüfft. Die waren nur so 8, 9 Jahre alt und was die so alles irgendwie mitbekommen haben. Weil in den ganz alten Tagen war das irgendwie ein bisschen anders, weil da war ja, wenn der junge Menuhin gespielt hat,
Und das Publikum ist aufgestanden, und weil die hatten das Gefühl, das war ein Mirakel, das war wie Gott, war anwesend. Und man sagte auch, dass er, der junge Menuhin konnte einen Atheisten zum Gläubigen machen. Aber heute ist es ja in einem gewissen Sinne weniger mystisch, weil die Leute können alles auf YouTube hören, die hören alles Mögliche, und wer schnell ist, kann sehr viel was aufschnappen. Ja. Aber ich glaube trotzdem sehr an diese persönliche Beziehung. Hm. Die Beziehung zu der Musik, zu anderen Musikern, zum Lehrer, zum Freunden. Das ist sehr wichtig. Hm. Gerade in so einer Zeit, wo alles sehr technisch werden kann. Ja. Ja? Hm. Ja, das erinnert mich so. Ich hatte zum Beispiel gelesen, dass Ivry Gitlis, dass, wenn er jung war, er spielte immer so mit dem Radio einfach. Der Radio war immer an, und dann er spielte so seine Stücke einfach mit dem Radio. So. Ja, genau. Und das ist interessant. Ja. Und auch die ganzen Jazzmusiker, hat sich das Ganze entwickelt. Ja, ja, dass die einfach was hörten und dann darüber gespielt haben. Ja, genau. Sehr interessant. Ja, so, und heute, ja, wie sagen, so kann man sehr viel machen. Also es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten, kann man auch so super, also ja, man hat jetzt so die Chance, in 30 Sekunden kann man so die Aufnahmen oder Video von den besten Geiger auf der Welt hören und sehen, wie die spielen, wie die machen. Ja. Genau, ja. So früher, so viel früher war ja am Anfang gar nicht möglich. Also musste man ein Konzert gehen. Ja. Dann könnte man, Aber ich muss auch sagen, eines, es gibt sehr viele Aufnahmen. Man kann heutzutage alles hören. Hm. Aber gleichzeitig ist es erstaunlich, wenn man sagt, das ist ja wie Casals oder so. Und dann gucken manchmal die Studenten so, weil die wissen nicht, wer das war. Ja, weil das ist eine neue Generation. Ja, und die ganze Gitlis ist auch so ein Name. Ja. Überhaupt ganz viele große Namen, die werden viel zu schnell vergessen. Und Pianisten, der große Pianist Sokolov, den ich liebe zu hören, ich meine, alle wissen, wer Lang Lang ist, aber Sokolov ist ja wirklich mindestens, der ist mindestens so interessant, sollte man kennen. Ja. Und die haben eine ganz andere Art auch zu spielen, so früher und heute. So. Das ist sehr interessant, so, und auch so diese unterschiedlichen Aufnahmen zu hören und sich selbst dann eigentlich so zu finden, was man uns gefällt wirklich. Und es gibt auch ungeheure Inspiration und große Lust, Geige zu spielen und überhaupt Musik zu machen. Mhm. Auch wenn man Geige spielt, ist die Inspiration, die große Inspiration ist auch Gesang. Und deswegen finde ich so wichtig, die Studenten, die sollen alle Maria Callas gehört haben, die sollen Caruso, die sollen und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, da wir von Gesang sprechen, ich habe immer gefunden, dass die so selbst zu singen, so, war immer eine sehr gute Übung für die Intonation oder um die Musikalität zu phrasieren. Ja. Aber da ist wahrscheinlich gut, meine Frau hat mir darauf aufmerksam gemacht, weil sie unterrichtet viel mit Kindern und so weiter, und dass inzwischen leider die Fähigkeit zu singen ist nicht sehr entwickelt. So viele können ganz einfach nicht singen. Aber deswegen ist doch wichtig, mit den Kindern zusammen zu singen. Mhm. Und ohne Rücksicht auf Verluste, ohne Rücksicht darauf, wie es klingt. Ja. Weil es kann wirklich dann sein, dass es ziemlich falsch klingt zuerst. Ja. Aber dass man überhaupt
in Gang kommt damit. Ja. Das ist, das ist extrem wichtig. Mhm. Und von dort aus, wenn das erst irgendwie läuft, dann kann man versuchen, das auf dem Streichinstrument nachzumachen. Aber nur sagen, singt es doch und dann spielt es nach. Die Zeit ist leider ein bisschen, so gut sind wir heute nicht bestückt, dass wir das unbedingt immer machen können. Ja. Und es gibt auch übrigens sehr gute Leute, die erstaunlich schlecht singen. Ja. Also das ist ein bisschen eine Kunst, die wir versäumen oder vernachlässigt haben. Mhm. Da hat ja der Kodai hat ja so einen fantastischen Einsatz gemacht. Und das ist auch etwas, wo der Silvai, er knüpft da an. Er macht, weil er fängt an mit Kindergärten, musikalische Kindergärten. Mhm. Und da wird viel gesungen. Mhm. Und dann lernen die Lieder und dann fangen die ein bisschen später an Geige zu spielen, diese Lieder, die schon können. Ja. So, das ist ja, und dann können sie dich, ja, weil wenn man singt, so muss man sich erstmal die Töne vorstellen. Ja, eigentlich, ja. Ganz genau. Ja. Und deswegen fand ich auch also immer ganz gut, so einfach Übungen zu machen, wo man einfach so unterschiedliche Töne singt oder so, und dann vielleicht dann nach einiger Zeit so das Grundstück. Ja. Ja. Und natürlich am Anfang so ist das sehr schwierig, aber wenn man das übt und regelmäßig übt, so zum Beispiel erstmal so, nur einfach einen einzigen Ton singen. Ja. Erstmal, dass man so zum Beispiel nur die jedere Seite singen kann. Ja. So kann man schon langsam lernen, so richtig zu singen. Und das ist auch so Singen als Übung. So, das muss nicht unbedingt schön sein. So einfach muss man so sich konzentrieren darüber, dass man den Ton richtig trifft. So. Ganz genau. Ja. Und ich finde auch, um auf diese Sache mit, wie lernt man Geige spielen, wenn man älter ist, wenn man erwachsen ist, um darauf zurückzukommen. Das ist, wie Sie ganz richtig sagen, das muss nicht unbedingt schön sein. Also wir müssen in Kauf nehmen, dass wir lernen durch Fehler machen. Ja. Und auf dem Weg zum schönen Ton, der geht um große Umwege und das ist kein so gerade Weg, wo alles so glatt geht. Und das ist vielleicht die größte Herausforderung, nicht am wenigsten für die Erwachsenen. Weil eigentlich hat mir ein Kollege gesagt, es ist Forschung gemacht worden, dass dieses, man sagt immer, nach einem gewissen Alter kann man nichts mehr lernen. Das stimmt nicht. Das ist, man kann die ganze Zeit lernen. Ja. Aber ich glaube, wenn man älter wird, je älter man wird, je besser wird man Entschuldigungen zu finden, warum man nicht lernt. Das stimmt. Und zum Beispiel ein Erwachsener, der kommt dann mit unglaublichen Entschuldigungen und baut ganze Konstruktionen von ganz komplizierten Gedanken, warum es sich nicht machen lässt. Ja. Und das ist für ein Kind nicht möglich. Das Kind kommt nur und also geht nicht so gut vielleicht, aber dann nimmt man es so wahr und bemüht sich und die Welt erwartet, dass das Kind wird es in einer Woche besser können und in zwei Wochen noch besser. Ja. Während der Erwachsene erwartet von sich selber, dass der soll es sofort können. Ich kann das nicht, also gibt es einen Grund. Ich habe eine besonders schlechte Beziehung zu meiner Mutter gehabt, deswegen kann ich dies nicht machen. Oder ich habe Angst vor Dunkelheit und deswegen geht dieses nicht und so weiter. Ja, aber das stimmt so. Ich habe viel, viel darüber gelesen in letzter Zeit. Ich habe auch in meinem Buch, ich spreche auch davon, so. Diese falschen Gedankenmuster, das war das, ja. Dass man glaubt, dass. Ja, ich habe eigentlich eine sehr interessante Geschichte. So, ich hatte eine Schülerin letztes Jahr, die war kurz in Deutschland vor ein paar Monaten. Und sie war Behinderte, aber sie spielte schon Geige seit zwei Jahren. Genau, und ich habe sie unterrichtet. So.
Und sie war sehr, sehr motiviert, also hat sie Fortschritte gemacht, aber es gab, sie hat immer einige Sachen, so, sie hat immer auf ihre Art gespielt. So. Zum Beispiel mit dem kleinen Finger, sie dachte immer, dass wegen ihrer Behinderung, dass sie nicht den vierten Finger richtig spielen könnte, und statt so wirklich mit dem vierten Finger die Seite zu greifen, sie hat immer so die ganze Hand bewegen. Yeah. Ja. Und ich am Anfang, so, weil sie hatte, so, sie hatte eine zerebralische Lähmung. So. So, sie hatte schon, dann ich dachte am Anfang, dass vielleicht könnte sie das wirklich nicht, weil sie, weil sie diese Behinderung hatte. Ja, sehr interessant. Aber dann, ich habe mir gefragt, aber dann ich habe gesehen, so erstmal, dass das wirklich störte so, und es gab andere alten Probleme. Und dann ich habe mir trotzdem bemüht, so wirklich zu versuchen, diese Probleme zu korrigieren. Also so, wenn man nicht probiert, dann kann man sowieso nicht erwarten. Ne? Ja, genau. Und dann so, ich habe für sie so spezielle Übungen entwickelt, um diese Probleme mit den Fingern zu lösen. Und am Anfang sagte, nee, das geht gar nicht, das kann ich. Weil das ist sowieso wegen meiner Paralysie, meine Behinderung. So. Ja. Wenn nach ein paar Wochen, dann sie könnte die vierte Finger ganz normal greifen. So. Ja, fantastisch. Ja, fantastisch. Und, ja, und das war wirklich, weil sie dachte, und genau, und sie hatte so vorher so zwei Jahre Geige gelernt. So. Und ich denke, ihre vorige Lehrerin so, dachte auch, dass sie könnte viele Sachen nicht machen, weil sie diese Behinderung hatte, und, und deswegen ist sie dann in diesem Glauben geblieben, dass sie das oder das nicht richtig machen könnte. Es ist fantastisch. Und, das ist eine sehr schöne Geschichte. Das erinnert mich ein bisschen an meinen Bruder. Ich habe zwei Brüder, und ein Bruder ist so Aktionskünstler. Mhm. Und der hat eine lustige Sache gemacht. Der ist, als er Kind war, ging der immer baden. Mhm. An einem Strand, und da hat er diese jungen Männer gesehen, die da vom 10 Meter also da, gesprungen sind, mit den Armen zuerst, und er war ungeheuer imponiert. Und dann, als er über 50 war, ist er mit meiner Mutter wieder zu diesem Strand gegangen, und er hat wieder diese jungen Leute gesehen, jetzt war er selber aber älter, und er hat gesehen, wie die das machten, und hat gedacht, das wollte ich doch damals so gerne lernen. Das habe ich nicht gelernt, jetzt mache ich das. Und dann hat er systematisch sich trainiert, sodass er das gelernt hat. Ja. Und das war, das war irgendwie, finde ich, eine ganz tolle Geschichte. Und er hat auch, zum Beispiel, er hat auch gesehen, diese große Schanze springen, was man macht. Er hat nie eine große, so. Ja. Und dann hat er das auch sich vorgenommen, das muss ich auch lernen. Hat er auch geschafft. Ja. Und er ließ sich trainieren vom, der Trainer von der norwegischen Nationalmannschaft. Und der hat es eingebaut in eine Theateraufführung. Und bei der Aufführung saß der Trainer hinter mir, hat so gelacht. Weil das war so witzig, weil er hat es kombiniert mit, wenn man etwas Neues lernt, muss man sich hingeben. Das ist wie mit der Liebe. Man muss alles riskieren, also richtig sich hingeben. Und es war wunderbar. Ja, das stimmt. So, das ist sehr, sehr wichtig. Also, ja, das größte Problem auch bei Erwachsenen, finde ich, das ist wirklich, dass sie denken erstmal, dass sie das nicht lernen können. Einfach. Ja, ja. Ja. Das ist wirklich so ein Mythos. Also, kann man Geige als Erwachsenen lernen? Ja. Das hat sie gesagt. Also, so nur einfach es jetzt machen und nicht immer warten. Ja. Ja, sehr schön. So, ich wollte auch Sie fragen, wie könnte man, wir haben viel vorher so von dem Klang an der Geige gesprochen, so haben Sie zum Beispiel ein Tipps oder irgendwas, um wie man seinen Klang an der Geige verbessern könnte für einen Anfänger? Ja, also ich glaube sehr, wie gesagt, ich glaube sehr an diese Sache, dass Sie spielen mit. Der Anfänger spielt vielleicht leere Saiten, und sie spielen, sie haben ja einen sehr schönen Klang, und sie spielen dann mit dem Anfänger gerne auch
obwohl der Anfänger nur die leere Seite spielt, so können sie auch ein bisschen vibrieren und, ja, und so, dann klingt, oh, das klingt aber schön. Ja. Und so auf diese Art können sie, glaube ich, dann sehr motivieren. Ja. Und sie müssen aber nur ein bisschen aufpassen, dass der Anfänger auch findet, dass ein ganz schlichten, schönen Ton hat auch einen großen Wert. Ja. Man muss nicht unbedingt sofort wahnsinnig vibrieren. Ja, ja. Weil ich erinnere, mein Sohn, der fing an, auch Geige zu spielen, der zweite Sohn, und der hat sehr schön gemacht, sehr sauber gespielt und alles, aber er hörte natürlich meine Frau und mich immer üben. Und eines Tages dann saß der auf seinem Bett und kam so Tränen runter und dann sagte, was ist denn los? Ich habe so einen kalten Ton. weil er hat natürlich da nicht vibriert, aber er hat es gehört, und so. Aber er hat dann einen Freund von mir gehört, der Tuba spielte. Sehr schön Tuba, wunderbare Tuba spielte. Und dann, das hat ja einen großen, dunklen Ton. Ja. Und das hat er dann, ist er dann auf Tuba umgestiegen. Also, und da hat er das sehr schön gemacht. Ja. So, die Wege, das sind viele Wege. Ja, sind viele Wege. Ja. Für die, die nicht wissen, so ein Tuba, so das ist dieses Orchesterinstrument, so der so riesig ist. Ja, ja, sehr groß. Ja, sehr groß und sehr, sehr tiefe Töne spielt. Ja. Also, ja. Und inzwischen gibt es wunderbare Tuba-Spiele, nicht am wenigsten in Dänemark. Ja. Das sind sehr gut. Ja, ja, stimmt. Ja. Super. Ja, hätten Sie vielleicht. Ah ja, genau. So, es gibt oft diese Frage kommt sehr oft. Die Leute fragen sich immer, wie oft und wie lange man üben sollte. Ja, das ist, ich glaube, da gibt es viele so Mythen, dass man so unglaublich viel üben. Ja. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt stimmt. Man soll sehr regelmäßig üben. Man soll möglichst jeden Tag. Das ist sehr wichtig, weil das Üben ist wie das Atmen und wie das Leben. Und deswegen ist das Regelmäßige, das wird ein Teil vom Leben. Ja. Das ist sehr wichtig. Aber wenn man zu lange übt, dann hört man nicht mehr zu. Ja, ja. Und deswegen, und es ist zum Teil auch besser, in Portionen zu üben, mit Pausen. Ja. Und das kennt man zum Beispiel von ganz großen Leuten, diese russischen Pianisten, Richter und Gilels und sowas, die haben oft angeblich sehr, sehr gut und konzentriert geübt und dann eine Pause, einen Spaziergang und dann wieder geübt und dann Spaziergang. Oder ja, man richtig so konzentriert. Ja, weil das ist, man kann, es gibt eine Grenze für wie viel man oder wie lange man zuhören kann. Ja, ja. Ja. Es geht besser, aber noch eine Sache ist, alleine üben über sehr, sehr viele Stunden ist, einige können das. Ja, und wenn jemand wenn es jemandem leicht fällt, das zu machen, dann ist natürlich kein Grund, warum er das nicht machen soll. Aber wenn jemand nicht mehr zuhören kann, dann soll er das nicht durchzwingen, weil das bringt nichts. Ja. Aber zum Beispiel, ich glaube, das ist mit ein Grund, warum es gut ist, zusammenzuspielen, ist, da kann man länger zusammen Musik machen, weil es gibt einen Austausch. Der eine sagt, das klingt nicht gut, oder
kannst du nicht lieber so machen. Da ist ein lebendiger Austausch. Mhm. Ja. Deswegen ist es so wichtig, zusammenzuspielen und nicht nur alleine. Ja. Weil zum Beispiel, das erinnert mich an, wir waren mal in Portugal und dann war eine, hörten wir, und wir haben Englisch gesprochen, weil wir konnten da nicht Portugiesisch. Ja. Und dann haben wir mit so ein ganz junges Mädchen gesprochen und die hat so ein bisschen ganz gut versucht zu erklären mit dem Englisch, was sie konnte. Und dann hat die Großmutter so das Fenster geöffnet und rausgerufen zu dem Mädchen, du sollst nicht Englisch sprechen, bevor du es kannst. Und das ist natürlich genau die falsche Mentalität. Ja, das ist falsch. Ja, so lernen, deswegen hat die Großmutter wahrscheinlich das nie gelernt. Ja, ja, ja. So, das ist... Ja. Ja, im Gegenteil, ja, genau so. Ja, sollte man, also ist egal, ob man am Anfang Fehler macht, so im Tisch jeder macht Fehler. Ich war auch so bei meinem Konzert so vor letztes Jahr von Leonidas Kavakos, Fehlerscheine. Ah, ja, ein wunderbarer Geist. Ja, ist ein wunderbarer. Also, vielleicht einer der besten heutigen Zeit, so, der wirklich so auch nie Fehler macht in der Regel. Und trotzdem bei einem Lag, so, er hat ein paar Töne daneben gespielt und das ist völlig normal, so, das kann zu jeder passieren. Ja, ja, ja. So, aber der ist ein fantastischer Geist. Ja, und er ist ein fantastischer Geist. Also, das war ein gut verstanden, dass wenn er auch manchmal, dass er auch manchmal ein paar Töne daneben spielt. Ja, ja. Das war ja dieses, auch dieses schöne Interview mit Michael Jordan, der große Basketballspieler. Ja, und der hat, da sagt irgendjemand, das muss doch fantastisch sein, so ein Star zu sein, der nur immer trifft und so. Ja. Und der hat irgendwie gesagt, weißt du was, ich habe so und so viele Mal daneben geschossen, so und so viele Mal hat das schlecht gemacht, so und so viele Mal. Und der hat das alles aufgelistet, eine Reihe von Fehlern. Ja. Und so. Deswegen bin ich so gut, weil ich habe davon gelernt. Ja, so viel mehr. Ja, das ist natürlich auch, das eigentlich noch vor ein paar Jahren, also Michael Jordan war der. So, es gab niemanden, der hat so viel mal daneben geschossen. Yeah, ja, niemand. Yeah, ja. Aber der so viel mal daneben geschossen hat. Yeah, yeah. Ja, und weil er es jedes Mal probiert hat, versucht hat und so, so hat er gelernt. Und, aber oft man sieht nur so die, was so man vergisst, was die Leute gemacht haben, um dort zu einzugehen. Yeah. Man sieht nur die, was man, wenn man oben ist und man denkt so, er ist hat dort angefangen, aber überhaupt nicht. Also, sehr, sehr viel Geduld. Ja. Und bei Geigenspielen braucht man sehr viel Geduld. Ja, um ganz ruhig zu bleiben. Ganz ruhig. Und die Umwelt muss auch geduldig sein. Ja. So, und das ist vielleicht auch ein bisschen die Sache, wenn man erwachsen ist, dann ist man ja oft nicht alleine, sondern, oder hoffentlich nicht, sondern sagen wir, man hat eine Frau, man hat Kinder und so weiter. Und dass die auch ein bisschen Verständnis dafür haben, dass es kann ein bisschen dauern, bevor das wirklich sozusagen schön klingt. Und dass die den Spieler nicht lächerlich macht. Ja, ja. Das ist sehr wichtig. So, keiner lernt alleine. Man lernt immer in einem Umfeld. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen lernen Kinder dann doch so gut, weil die Umwelt unterstützt. Ja, also die Eltern sind immer da, die unterstützen. Ja. Außer die machen Terror, was die auch oft machen. Ja. Und dann werden Ängste geschürt und so weiter. Ja. So dass, ja, aber das stimmt, so bei Erwachsenen so, ich habe auch bemerkt, dass so sie, manche von meinen Erwachsenen so, oft so, es gibt Erwachsenen, die mir schreiben zum Beispiel, dass sie haben ihre Unfälle, also die unterstützen und dann so, man sieht auch, dass sie schnell lernen, dass sie sehr motiviert sind. Das gibt im Gegenteil andere, die sich ein bisschen verstecken müssen, um zu üben, weil
Oder wenn ihr Partner oder was weiß ich, oder immer sowas um Nettes sagen. Ja, ja. Und dann, das stört wirklich so die ihre Fortschritte. Also, ja, ja, ja. Das ist wichtig, dass man, und tatsächlich, dass man solche ganz praktische Probleme irgendwie löst, dass man irgendwo hat, wo man eine gewisse Zeit üben kann. Mhm. Das klingt fürchterlich einfach, mhm, aber es ist nicht unbedingt immer, mhm, so. Ich meine, ich hatte neulich eine Studentin und die hat so leise gespielt und ich habe gesagt, mehr, mehr. Und dann zeigte sich, dass sie übt in einer Wohnung, wo sie das Gefühl hat, dass die können alles hören, was sie macht, weil sie hört alles, was die anderen macht. Und ja, deswegen wollte sie nicht stören. Ja. Deswegen spielt sie so leise wie nur möglich, dass, ja, damit niemand es hört. Ja. Und das ist natürlich kein guter Ausgangspunkt. Ja, das, ja, stimmt. Ja. 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 Sehr gut. Ja, so, ich habe genau so jetzt ein paar persönliche Fragen. So. Ja. So zum Beispiel, erstmal so, was ist Ihr Lieblingsstück so für die Geige? Oder vielleicht ein Sinfonie oder was, so Ihre Lieblingsstücke? So. Ja, das ist, ich würde sagen, erstens ist es fast immer das Stück, was ich gerade spiele oder was, womit ja, ich mich gerade beschäftige. Ja. Das gilt auch für Stücke, die ich zuerst nicht mag. Mhm. Und das kann, dann fängt man an damit zu arbeiten und dann, schön dies, mhm, und auch wenn man unterrichtet, fängt man an und oh, und dann, nein, das ist doch ein sehr schönes Stück, ja, und wenn man es gut macht, dann wird es, ja, richtig gut, ja, so, das ist sehr und das, glaube ich, ist ein sehr wichtiger Aspekt, mhm, aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass gewisse Komponisten sind schon in eine ganz eigene Liga. Ja. Da ist gar kein Zweifel. Eines ist, was man selber spielt, aber was anderes ist, was man unterrichtet. Hm. Und da muss ich schon sagen, wenn es ums Unterrichten geht, wenn man überhaupt mit Beethoven zu tun hat, mit seinen Sonaten zum Beispiel, das ist schon jedes Mal unendlich interessant, das zu unterrichten, weil das, da ist so viel in dieser, mhm, Musik, und derjenige, der das spielt, kann so viel davon lernen. Mhm. Und dann, aber dann gibt es auch ganz andere Sachen, die auch wichtig sind. Mhm. Zum Beispiel hatte ich vor 10 Jahren, fing mein Kontrabassfreund Frank Reinecke, wir haben ein Duo, und ich an ein Stück für Geige und Kontrabass von Wolfgang von Schweinitz, ja, zu spielen. Damit fingen wir an. Das war ein Stück in reine Stimmung. Mhm. Also sehr auf die, alles auf die Obertöne, mhm, aufgebaut. Ein recht kompliziertes Stück, und dann am Anfang, wenn man unsere ersten Proben, ich kann das erinnern, in 2006 in Berlin, es war ein sehr, sehr heißer Sommer, ja, die arme Frau, wo wir wohnten, seine Stiefmutter, die hat ein Engelsgeduld, weil was sie da hörte, das waren die merkwürdigsten Geräusche. Aber zum Schluss haben wir dafür den Deutschen Schallplattenpreis bekommen für diese Einspielung. Ja. Und, aber das Interessante bei dieser Sache war, dass sie hat die Ohren, hm, so sehr entwickelt. Und man hört die Differenztöne. Ja. Wenn ganz reine Intervalle, hm, wie dann Differenztöne, hm, mitschwingen. Ja. Und dass diese Differenztöne, das ist nicht nur eine Einbildung, sondern die klingen, wie Helmholtz gezeigt hat, die klingen rein physisch. Und das können deswegen zum Beispiel die Orgel und sowas, hm, die können ja manchmal
ganz tiefe Töne erzeugen, ja, durch reines Mitschwingen. Ja. Ja. Und das ist, das öffnet, das war für mich auch eine sehr große Inspiration, ja, weil dann man die Ohren werden geschickelt. Ja, ja. Ja. Es ist auch für Intonation eigentlich so, auf dieser Tipp, dass für die Intonation so, wenn man nach einiger Zeit, wenn man schon ziemlich präzise spielt, damit, um noch so präziser zu spielen, dass man wirklich so jeder Tonne, ja, und wenn der Ton wirklich stimmt, dann sind wirklich so diese Obertöne, so die Geige fängt an wirklich mit zu vibrieren und man hört so alle diese Obertöne. Genau. Ja. Und natürlich auf der Geige würde ich sagen, ist, da gibt es ein paar ganz einfache Spielregeln, dass die Töne, die wir auf die Geige haben, also G, D, A, E, ja, die, wir ansehen, ja, die sollen wir, wenn die ganz wurscht, wo die auf die Geige auftauchen, möglichst immer so spielen, dass die gut mit diesen leeren Saiten stimmen. Dann schwingen, dann schwingt alles, ja, ganz einfach viel besser. Ja. Ich weiß, es ist nicht immer nur so. Es gibt Ausnahmen, aber macht man dann das, dann kommt man erstaunlich weit. Ja, ja. Mindestens in erster Lage, so für den Anfänger, so, ja, so den dritten Finger vom Beispiel. Ja. So, das immer, ja. Aber beide, wir dürfen eine Sache nicht vergessen, wenn wir in der ersten Lage spielen, vor allem bei den alten Schulen, war es ja oft so, dass wir eine der ersten Doppelgriffe, die man spielte, war zum Beispiel die kleine Terz, sagen wir, ein AC. Ja. Und dieser Griff ist einer der schwersten. Ja, stimmt. Ja, weil das ist so großes Interval. Das ist sehr, sehr groß und so. Sodass man sollte vielleicht lieber ein bisschen höher mit dieser Art von Doppelgriffen machen. Und auf jeden Fall die große Terz ist leichter zu greifen. Ja. Also das ist nicht alles, was in der ersten Lage ist nicht unbedingt immer die leichteste. Ja. Deswegen ist es sehr wichtig, auch eine sehr gute Methode. Also eine sehr gute Methode zu suchen, um Geige zu lernen, weil sonst kann man unglaublich schwer werden, wenn man. Genau. Ja. Und wie gesagt, Silvay kann ich sehr empfehlen. Ja. Auch ein wunderbarer Mensch. Und der war schon zweimal hier in Münster und ich möchte ihn gerne wieder einladen. Ja. Und weil ich finde, das ist auch sehr schön, jemand, der lebt für seine Schüler. Sehr schön, ja. Sehr schön. Eine letzte Frage. Also warum haben Sie sich selbst entschieden, professioneller Geiger zu werden? Ja, genau. Das war nicht leicht, weil ich habe, ich natürlich hatte ich immer dieses, dass man hat sich eben verglichen mit anderen Leuten, die sehr gut spielten und man hat gedacht, oh, werde ich jemals so gut sein und sowas. Das war nicht leicht, diese Entscheidung zu treffen. Die ist dann irgendwann hat man es dann doch gewagt. Aber ganz so tief unten, glaube ich, liegt auch ein bisschen dieses Gefühl, wenn es mir viel Mühe kostet und es ist schwer, dann lerne ich, wie man das lernen kann und dann könnte ich vielleicht eines Tages anderen Leuten helfen. Ja. Also mit anderen Worten, da liegt irgendwo ein bisschen so ein pädagogischer Impuls. Ja. Abgesehen davon, dass ich ganz einfach wahnsinnig gerne, also ich liebe Musik. Ja. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Ich habe zum Beispiel, aber ich finde es sehr lustig, wie lange man braucht, um das festzustellen. Also zu erkennen. Dass man das wirklich so. Ja, also weil das ist ja eigentlich sozusagen ein ständiger Triebkraft. Ja. Und ich erinnere, ich hatte ein Konzert mit Kollegen und das war nicht mal ein besonders tolles Konzert. Es ist
Es ist nicht mal so lange her, 10 Jahre, 15 Jahre, irgend sowas. Ja. Es war kein besonders tolles Konzert, nicht besonders viele Leute im Publikum. Wir spielten Stücke, die Trios von, ich glaube, irgendwelche spanischen Komponisten, die nicht unbedingt die absolute erste Garnitur waren. Ja. Aber plötzlich im Konzert ist mir das nur so schlagartig nur klar geworden. Ich liebe Geige spielen und ich liebe es, Musik zu machen. Ja. Und völlig unabhängig davon, wie unter welchen sozusagen welche Umstände. Ja, und weil sehr oft ist ja dieses, wenn ich nicht Weltmeister werde, dann hat es sowieso keinen Sinn. Ja, wenn ich nicht Professor werde, hat es sowieso keinen Sinn. Wenn ich nicht dies oder jenes werde, lass es lieber bleiben und sowas. Und das ist, man muss irgendwann diesen Punkt wo man erreichen, wo man sieht, das ist doch fantastisch, so ein Instrument spielen zu können und dürfen und Musik machen. Es ist doch so was Wertvolles und oft ist es gerade das, dass wir müssen diesen Nullpunkt erreichen und das kann man, Sujon hat mir erzählt, dass sie hat mit Pamela Frank irgendeine Stunde gehabt, wo sie selber irgendeinen Unfall hatte oder krank war oder sowas, sodass sie selber nicht spielen konnte. Und da saßen diese jungen Leute alle voll von Ambitionen und Komplexen und alles Mögliche. Und die Pamela Frank, die dann eben nicht spielen konnte, er sagt, wisst ihr, wie glücklich ihr sein könnt, dass ihr überhaupt spielen könnt und dürft und so. Ja. Das, ihr solltet das genießen. Ja. Und sie hat fast geheult. Oder Rubinstein, als ganz junger, wollte er sich das Leben nehmen. Ja, ja. Und dann ist es gescheitert, er ist gefallen und dann hat sie verstanden, dass es geht darum, das Leben zu lieben, völlig ohne Bedingungen zu setzen. Ja. Und das ist ein bisschen gleich mit Musik machen. Ja, das stimmt. Es gibt sehr viele, also ich habe auch gesehen, es gibt viele, die aufhören, Geige zu lernen, auch Leute, die professionell, die das wirklich so als professionell lernen wollten, weil die sehen, dass die nicht der Nummer 1 sein können. Ja. Und dann die spüren keine Geige mehr für ihr ganzes Leben. Und das ist schon, genau. Und als Anfänger, genauso musste man also wirklich das gut verstehen, weil auch wenn sie nicht so 5 Stunden pro Tag üben können und was weiß ich oder so, und das 20 Jahre lang, um so ganz oben zu kommen, das ist nicht das Wichtigste. Es ist einfach Spaß, mit der Geige zu arbeiten und und regelmäßig Fortschritte zu machen. Ja. Und natürlich, aber auch, wenn man sagt, man muss nur Spaß haben, dass dieser Ausdruck, da bin ich auch wieder ein klein bisschen skeptisch, weil das klingt so leicht nach nur was Oberflächliches. Weil ich glaube, wenn wir zu diesem Ausdruck kommen, Spaß haben, dass wenn man etwas ehrlich und gründlich und konzentriert macht, dann macht Spaß. Und das kann man sehen bei Kindern. Wenn man sieht, wie Kinder, wenn die spielen und die machen was, das ist eine ungeheuer ernste Angelegenheit. Kinder spielen, das ist eine hochernste Angelegenheit. Da sind sie auch konzentriert. Ja. Und das sollte unser Vorbild sein, was auch Picasso gesagt hat. Ja. Jedes Kind ist ein Künstler und die Kunst ist das auch dann beibehalten und weiter, wenn man älter wird. Ja, das schön. Ja. Ja, also Spaß haben, aber also immer, also
so immer versuchen, so besser gegen zu spielen und richtig konzentriert zu sein. Ja, nicht irgendwas spielen, so natürlich muss man auch richtig üben, so Technik, so Methode benutzen, gründlich, so Schritt für Schritt. Ja, sehr schön. Ja. Vielleicht haben Sie ein CD oder das Sie uns vorstellen wollten oder? Ja, auch moderne Stücke. Mhm. Das sind dann ganz verschiedene moderne Komponisten und auch ältere Klassiker wie Bartok. Das finde ich, das ist ja so schön zu spielen, weil da die Verbindung zu Bach ist auch so deutlich. Ja. Und dann natürlich gibt es ja wunderbare Kammermusikwerke wie Schönberg, Streichtrio, finde ich immer noch ein grandioses Stück, weil es auch psychologisch so interessant ist. Ja. Das ist ja ein er hat ja da in so einem Herzanfall gehabt und wurde gerettet und hat dann nachher dieses Stück gemacht und da kann man richtig hören die Angstzustände am Anfang und wie dann der Doktor kommt und die Spritze reinsetzt, was ihn rettet und wie die Erinnerungen wieder hochkommen und er kommt lieber wieder zum Leben und dann später kommen die alten Erinnerungen zurück in Form von Flashbacks. Ja. Das ist totale moderne Traumaforschung. Ja. und das kann man in so ein modernes Musikstück erleben. Das ist schon sehr erstaunlich. Okay, super. So, machen wir eine Zusammenfassung. Sie haben uns also gesagt, so zum Beispiel so, ja, das wichtigste Faktor, um gegen Metaphor zu lernen, war erstmal so die Motivation, dass man richtig motiviert ist. Genau. Und auch, dass es sehr wichtig war, so diese Vorstellung zu haben, von was man spielen will. So diese so richtige, klare Vorstellung von dem Klang, von Intonation. Ja, und dass man das am besten verbessern könnte, zum Beispiel, wenn man mit jemand anderem spielte oder mit Aufnahme, einfach, dass man gleichzeitig so etwas Schönes hört. Ja. Dann auch so CDs hören und sowas. Sie haben uns auch erklärt, dass sowieso, wenn man spielt, wird man Fehler machen, aber das ist normal, muss man das akzeptieren. Aber das Wichtigste, das ist, was zu tun. Und nicht zu denken, so wie die alte Dame, dass man erst anfangen kann, wenn man es kann, weil sonst wird das nie kommen, natürlich. Ja. Natürlich. Wir haben auch gesehen, dass so das Wichtigste war, wie man übt und nicht wie lange man übt. Ja. Ja, das Wichtigste war, dass man wirklich so konzentriert bleibt, dass man wirklich so immer Lust hat, so besser zu werden und dass man wirklich tut, weil wenn man zu lange übt, sowieso. Das bringt dann gar nicht mehr. So, ja, also nicht versuchen, also, ich weiß nicht, 4 Stunden pro Tag zu üben, einfach richtig üben. Ja. Ja. Und Sie können mehr über Helges Schlatto auf seiner Website entdecken. So einen Link finden Sie hier. Und wenn dieses Video dir gefallen hat, dann klicke Gefällt mir und abonniere dir also meinen YouTube-Kanal. Dann viel Spaß und vielen Dank zu Herrn Schlatto. Ja. Ja, sehr schön. Ja. Gut, ja, freut mich. Danke schön. Ja, vielen Dank. Super. Ja. Dann viel Spaß noch.